So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Franconia, passt schon. Wir haben hier ja in der gestrigen Folge hier dieses wunderschöne Grab gefunden. Haben ein bisschen geplündert, weil wir es eben können. Und nun machen wir Folgendes, wenn wir schon mal hier sind. Dann schalten wir mal doch das alles hier gleich frei. Wenn wir schon mal hier sind. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier... Okay, ich sehe hier leider gar nichts. Was ist jetzt schon wieder? Wollte ich doch gar nicht. Jetzt Laborb. Schöne Fackel, so fein. Wir reiten mal hier weiter. Wir sind ja hier voll im Dunkeln. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass wir jetzt hier nicht großartig überrascht werden. Aber hier gab es doch einmal. Pass auf, hier gab es doch einmal tatsächlich. Ein Lager, war das das Lager? Was war eigentlich das für ein Lager? Irgendwas läuft hier doch gerade, oder nicht? Wir sind trotzdem mal vorsichtig. Mach keinen Mist, ey. Ach, das sind die Jungs hier. Müssten wir eigentlich... hier klauen. Holzkohle für was? Scheiß drauf, wir nehmen es mit. Wozu auch immer diese Holzkohle sein mag. Johanneskraut, immer her damit. Boah, der Mond, ne? Sieht voll cool aus. Wir nehmen es halt mit, weil wir es können erstmal. Haben wir noch hier wo was? Hier haben wir noch was Hübsches. Sehr schwer, alles klar. Okay, hier ist nichts drin. Kühler, mal gucken, was der hat. Nein. Was
Was fummelst du da herum? Okay, der haut erst einmal ab. Den können wir looten, sehr geil. Looten. Der Wortführer, der könnte vielleicht noch einiges bei sich haben. Okay, wir schleichen uns jetzt einfach mal. Wie gesagt, gehen wir hier hin. Machen wir hier noch. Hier, ne? Was schon? Licht, es wäre Licht. Wo ist mein Gaul? Pebbles. Luden. Das ist alles sehr, sehr schön, Freunde. Sehr, sehr schön hier, hat er gemeint. Halt, hier haben wir auch noch Kohle, Alter. Ich werde mal schauen, ob ich hier Bibbles was überreichen kann. Pferd. Halt, ne, Inventar. Jetzt pass auf. Sonstiges. Ja, Satteltaschen. Dietrich, hier lassen wir mal den Fliegenpilz, haben wir mal mit neu. Holzkohle wiegt einfach auch nicht so viel, ne? Johanniskraut können wir mal, Holzkohle. Truhenschlüssel können wir leider nicht, uralte Karte 2. Wildschweinleder können wir reinhauen. Zerbrochener Pfeil können wir eigentlich fallen lassen, ne? Rüstung. Biancas Ring. Waffentechnisch können wir doch einiges hier weghauen. Wundpfeile, Langding, Knüppel brauchen wir doch eigentlich aktuell nicht, ne? Den können wir reinhauen. Fleischermesser, komm, haben wir auch mal rein. Escherjagdbogen, die zwei Dolche hauen wir weg. So, ansonsten die Groschen. Für was ist die? Gehören die mir? Groschen, nichts glänzt schön auf der Welt.
Warte mal, die Groschen könnte man theoretisch auch verkaufen, ne? So, Pebbles, meine Liebe. Wir reiten jetzt einmal weiter. Wer wohnt jetzt hier? Ist da jemand drin? Ich schau noch mal schnell hier rein. Wir könnten aber hier pennen, ne? Schlafen und speichern, das ist nicht verkehrt. Schlafen und speichern. Wir machen mal. Ja, Freunde, 7 Stunden pennen wir. Ach, ist das schön, Freunde, ist das schön. Dann sehen wir nämlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, ist es wieder hell. Nicht, dass wir jetzt dann hier gleich tatsächlich. Entschuldigung, nicht, dass wir jetzt gleich tatsächlich auch sterben. So, Gesundheit voll. Energie ist auch wieder recht gut beieinander. Sattheit auch noch im grünen Bereich. Passt schon. So, ansonsten müsste jetzt doch gleich wieder hell sein eigentlich. Speicher, da schau her, ist er wieder hell da. Hell in der glänzenden Hütten. Pebbles. Ey, ganz ehrlich, das bockt sich so richtig, ey. Jetzt kommen wir nämlich hier auch langsam. Wieder in den Genuss, beziehungsweise komme ich langsam in den Genuss hier. Ich sterbe jetzt doch nicht mehr. Ich weiß ungefähr, wie es hier lang geht und was Sache ist. Was ich hier machen kann, was ich hier machen soll. Bilderstock, das machen wir noch natürlich. Wir lesen den Stein nicht. Wo ist der Bilderstock? Der müsste hier sein eigentlich, ne? Genau, da ist er. So, wen haben wir hier? Sehego, James Edberg, Christopher James Bellet, Lawrence Conrad Blumkerb und Manuel Aban Mangrubing. Der fünfte, der vierte. Der, ja, war der vierte sogar. Richtig geraden hat er gemacht. So, die Folge. Muss man sagen, wird vielleicht jetzt nicht. Hallo? Bebbles? Was ist hier los? Wer ist da? Soll er hier sein? Ich bin's. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Alter, was willst denn du? Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Zu den Waffen! Hier rüber! Alarm! Nein! Wieso bin ich gestorben? Was sind das für... Gott sei Dank habe ich gespeichert zwischen euch. Was waren das für welche jetzt? Ah!
Ich wollte doch nur Hallo sagen. Beziehungsweise Grüß Gott. Gott sei Dank, Franconia. Muss ich sagen, habe ich doch recht gut gemacht. Gott sei Dank habe ich da gespeichert. So, wir probieren es nochmal mit dem Spaß. War ja gleich da drüben. Alter, das war ja da drüben, ne? Wollen wir es noch einmal probieren? Ich glaube, hier waren wir doch gerade nicht, ne? Wo ist denn jetzt das Lager hier? Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Jetzt muss ich selber mal schauen. Waffen. Sachs. Was macht denn mehr Schaden? Wir rüsten mal den damit aus. Frage ist, wo sind die zwar? Okay, sind insgesamt drei. Wer ist da? Was ist hier los? Was ist hier los? Was war das? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Eieiei, der ist aber auch gut beieinander. Hey, ihr alle! Ihr sammelt! Jetzt hab ich dich! Okay, das wird wohl, glaube ich, nix da. Da müssen wir an anderen doch vorbeikommen. Eieiei. Da stecken wir einiges ein. Da stecken wir einiges ein. Okay, wir lassen mal die außen vor. Die sind halt doch sehr, sehr stark und gut ausgerüstet. Wenn es nur diese Bauer wären oder was das ist. Dann würde ich sagen, okay, hui, was war das jetzt? Dann würde ich sagen, okay, passt schon. So, Bebels. Noch einmal auf ein neues. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Muss halt jetzt schauen, dass wir da rechtzeitig im Wasser sind, dass wir die Kurve kriegen, dass wir nicht auf die stoßen.
ist das? Ich würde aber doch noch mal gerne, um ehrlich zu sein, ich möchte mal hier absteigen. Ich möchte zumindest diesen Ort noch mal markieren. Ich dachte, ich möchte ihn zumindest markieren. Okay, mehr möchte ich jetzt hier eigentlich auch nicht mehr machen. Hier gab es aber ja, glaube ich, irgendwo. Einen Höhleneingang kann das sein. Alter, was ist das hier? Höhlenpilz, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Groschen, Dietrich, nice, Silberring, Lazarus, Elixier, Kommunionskelch, wie geil. Ein goldener Kelch für den Messwein, ja, gratuliere. Was ist das? Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht und Kader ist verschwunden, wie geil. Komm, den Pilz, den Wachpilz da oder was das ist. Höhlenpilz. Nehmen wir dankend mit. Hier haben wir auch noch einen. Nichts ist hier los. Oh, ich bin schon ganz leise hier. Okay, es verfolgt mich keiner. Hui. Hey, verpiss dich da. Das ist nichts für deinesgleichen. Natürlich. Ich bin schon weg. Oh, hallo. In Fahrt mit dir. Ja, ich gehe ja schon. Vielleicht liegt er sich jetzt schlafen. Meinst du, er liegt sich jetzt schlafen, Nina? Meinst du, wir sollen es wenigstens einmal versuchen, den zu looten oder zu bestehlen?
Könnten wir mal versuchen, ne? Pack dich, sage ich. Ja, ja. Ich lauf mal hier den Wald entlang. Okay, er verfolgt uns nicht, das ist nicht verkehrt. Hui. Ich habe entdeckt, Jagdgebiet Hirsche, wie geil. Ach, hier ist es aber hübsch. Ich schau mal auf die Karte, ob das, wie groß das Gebiet ist. Sind wir ja gleich da. Haben aber hier noch was freigelassen. Dann werden wir doch gleich mal rüberlaufen. Wie cool, wieder was glutet. Okay, wir sind zweimal gestorben. Aber trotzdem passt schon, hätte ich gesagt. Ah, ist das schön, einfach hier durch die Gegend zu streifen. Ich kann aber eigentlich mal meinen Gaul rufen, ne? Hey, Pebbles. Mit dir geht's dann doch ein bisschen schneller. Wir hier. Jagdgebiet Wildschweine, gratuliere. Da hinten rennt es schon, ne? Die Wildsau. So, wir rein aber mal hier entlang. Eigentlich, wir müssen echt zum Bashing, ne? Ich glaube, das werden wir uns mal in der nächsten Folge ein bisschen vornehmen. Hier ist ein Weg, hat natürlich oft auch nichts Gutes zu verheißen, ne? Wer war hier? Wir erforschen hier noch mal kurz. Ach, noch mal ein Grab entdeckt. Ist es cool oder ist es cool, Freunde? Ich weiß, man sollte es eigentlich nicht machen, ne? Ich weiß, man sollte es eigentlich nicht machen, Gräberschänden etc. Wir nehmen mal die Schaufel ins Inventar. Und wenn wir schon mal hier sind. Ist vielleicht ein Versteck. Ich gucke jetzt mal, das sind gleich mehrere. Massengrab hat er gemacht. Wir gucken mal, ob da vielleicht eines irgendwie so uralte Karte. Da haben wir Ratai, okay, das ist es nicht. Uralte Karte 3. Mühle. Uschitz, das ist es definitiv auch nicht. Dualde Karte 4.
Radar irgendwo, wo was kaputt ist. Okay, hier geht's Richtung Ratai, okay. Und die uralte Karte 5. Hirschgebiet, was ist das für ein Ort? Okay, scheint wohl aber nicht dazu zu gehören. Was haben wir denn? Grossen Aqua Vitalis, was ist das gut? Du fühlst dich wie Achilles. Da Treffer, die wenig anhaben können. Für 5 Minuten ist der erlittene Schaden um 50% verringert. Ist nicht verkehrt. Entschuldigung. Und Schützentrunk festigt den Arm beim Bogenschießen und erhöht die Fertigkeit Bogen für 10 Minuten um 5 Punkte. Das ist nicht verkehrt. Wir looten natürlich gleich alles. Bäppelt, ich komme hier nicht mehr raus. Hätte ich das gewusst, ey. Ich komme nicht raus. Ich ruf dich nochmal, Pebbles. Komm mal her. Ja, fein. Sehr schön. Ah, du hast mich gerettet. Sehr schön. In diesem Sinne, liebe Freunde, geht's dann morgen weiter in diese Richtung. Haben wir schon? Wir haben schon alles freigeschaufelt. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier runter. Noch in der... Obwohl, können wir eigentlich heute noch machen, Freunde, ne? Ach, ist das schön hier. Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Wie? Liebe Freunde, was sich damit auf sich hat, mit dem Gelaber vom Heiner. Was meint er damit? Ach, hier ist, glaube ich, Feierabend, oder? Tatsächlich, hier ist Feierabend. Deswegen müssen wir ja auch hier entlang. Deswegen müssen wir ja auch hier entlang. So, jetzt gucken wir nochmal hier geschwind. Können wir hier mal Pebbles? Left Archer, ups, Entschuldigung, Recht Archer, Left Lahm Arschig, ne, irgendwie. Was ist mit dem Gaul jetzt los? Ja. Pebbles? Okay, Freunde, irgendwas ist hier doch wieder. Wir hätten gesagt, machen wir hier die Markierung hin, da reiten wir. Und reisen wir, hätte ich gesagt. Morgen einfach mal in das Eck. Den könnten wir eigentlich auch noch jagen. Was war das jetzt? Stufe erreicht, reiten. Bist du jetzt schnell unterwegs? Ist er auch nicht schnell unterwegs, der Gaul, der Blöde. So, in diesem Sinne. Ich glaube, da sind wir tatsächlich als Fuß schneller, ne?
Oder irre ich mich? Wir glauben auf jeden Fall das Salbei noch mit Ei. Und dann sehen wir uns. Sehen wir uns wieder in der morgigen Folge. Bye. Kingdom Come Deliverance in diesem Sinne. Vielen Dank. Keine Ahnung, warum jetzt Bebbles irgendwie streikt. Aber wir haben heute einiges erreicht. Wir haben ein Grab gefunden. Wir sind zweimal gestorben. Und wir haben eine Höhle gefunden, wo wir auch coole Sachen looten konnten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis morgen in aller Frische zu Kingdom Come Deliverance. Wir machen jetzt hier gleich eine Pause. Jetzt möchte ich nur noch ein schönes Plätzchen haben. Hier. Macht's gut. Ciao.